Hallo liebe Videofreunde, wir sind immer noch unterwegs, Woche Nummer 2, ja, 2, genau, und leben gerade ein Alltagsleben mit Arbeit im Van. Das ist auch mal ganz interessant und klappt besser, als ich gedacht hätte. Jetzt hat Michael auch im Moment nicht so ganz schlechte Dienste, also tagsüber. Und muss nicht nachts arbeiten. Er hat dann aber, wenn er nachts arbeiten musste, auch nochmal vor Ort eine Möglichkeit zu schlafen. Und von daher klappt das wunderbar. Wir waren letzte Woche an der Mosel in Reih. Ich hab gedacht, das hat geklopft. Wir waren letzte Woche an der Mosel in Reih und das war sehr schön. Also Michael hatte dann einen Tag frei, da hatte er Geburtstag. Und den Tag danach hatte er auch frei gehabt. Und Reil hat einen sehr schönen, übrigens einen sehr schönen Stellplatz. Es sind sehr viele Wohnmobile, die dahin passen. Und was das Schöne ist an Reil, warum wir da auch gerne sind, ist, dass es erstens mal auf der anderen Seite ist von der Straße. Also es ist ruhig. Und was noch so schön ist in Reil am Stellplatz ist, dass du dann gleich einen Radweg hast. Du kannst dann also an der Mosel entlang radeln. Also wunderbar. Und oder spazieren gehen, egal. Also das ist für Hundebesitzer auch total schön. Also gleich vor Ort bis sofort in der schönsten Landschaft. Das war sehr schön. Und Reil selber hat jetzt nicht so viel zu bieten. Ist halt ein kleines Moseldörfchen, aber es gibt ganz nette Lokalitäten. Und ja, und auch der Platz ist, ja, ist wunderbar, also mit Fähr- und Entsorgung hat alles super geklappt, Strom und direkt am Wasser, also war sehr empfehlenswert. Ich meine, es gibt ja die ganze Mosel entlang, ganz viele Stellplätze, der eine ist lieber da, der andere da. Uns gefällt der halt besonders gut, wie gesagt, weil er halt eben auf der anderen Seite ist und nicht auf der Straßenseite ist. Das war sehr schön gewesen und wir hatten dann einen tollen Geburtstag von Michael. Ja, und dann sind wir halt auf diesen Campingplatz da nach Kaiserslautern. Gelterswoog heißt das. Campingplatz Gelterswoog ist direkt an einem kleinen See. Als wir ankamen, haben wir so gedacht, sehr alt. Sehr, sehr alt. Also es könnte schon da ein bisschen an den sanitären Anlagen mal was gemacht werden. Es ist wirklich Asbach uralt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ordentlich, sauber und ein unheimlich netter Platzwart. Also ganz, ganz liebe Menschen. Und da sind halt eben, das ist halt ein ganz, ganz einfacher Campingplatz. Wir haben bezahlt 25 Euro für Michael, für mich, für Strom, für den Stellplatz und mit Hund. Und die hatten, der liegt also wie gesagt wunderschön so in der Umgebung. Da ist auch gleich an dem Stellplatz ist auch ein Waldweg, wo man wunderbar spazieren gehen kann. Und das ist der Jakobsweg. Also ich bin auch ein bisschen auf dem Jakobsweg gelaufen und in mich gegangen. Das war sehr, sehr schön dort. Also landschaftlich gelegen, super und auch, wie gesagt, die sind so goldig dort und am Wochenende gab es Live-Musik. Sind halt, also ich würde mal sagen, 80% Dauercamper dort. Da hat nur ganz wenig Plätze für mal Leute, die spontan kommen. Und wir haben uns auch gefragt, ob wir denn im Winter mal kommen dürfen, dass ich mal mitfahren kann, wenn Michael im Winter dort arbeitet. Und er hat gesagt, ja, also wenn er keine Arbeiten hat, weil im Winter auch die Bäume und so alles gemacht werden, dann dürfen wir gerne kommen. Also ein ganz, ganz netter Platzwart. Gibt auch ein bisschen was zu essen dort, kocht so Kleinigkeiten und war auch gut, haben wir probiert, wirklich, also den Platz, also im Nachhinein würde ich ihn empfehlen, aber man darf halt nicht so empfindlich sein. Da wir ja sowieso alles im Wohnmobil verrichten, ist uns das sowieso wurscht. Also ob das nur tolle Anlagen sind oder nicht, ist es uns egal. Also wir nutzen meistens ja sowieso das Wohnmobil. Und von daher hat das wunderbar funktioniert. Also auch das war sehr schön und dazu zeige ich jetzt auch noch mal ein paar Bilder. Others, you said night.
you're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Und nun sind wir in Hochspeyer. Wir sind gestern dort von dem Campingplatz weggefahren, weil zum einen, ja, wir waren jetzt 4 Tage dort, das ist dann auch in Ordnung. Ach, im Übrigen muss ich noch dazu sagen, es gibt in Gelterswoog auch dort an diesem See ein Seehotel und da gibt es einen vorzüglichen Italiener. Den haben wir am Samstag genutzt. Wir hatten nämlich Hochzeitstag und das kam uns sehr gelegen. Und da haben wir ganz toll gegessen. Es war wunderbar gewesen. Also auch das ist möglich. Also ihr habt auch dort gastronomische Möglichkeiten. Das wollte ich jetzt noch schnell dazu sagen. Ja, und gestern sind wir dann hierher gefahren nach Hochspeyer. Unter anderem eben 4 Tage dort. Und dann ist es ja auch so, ist auch ein Kostenfaktor. Also hier bezahlen wir jetzt 5 Euro. Für die Übernachtung plus Stromsäule und Entsorgung musst du halt Münzen einwerfen. Hier kostet Kilowattstunde 50 Cent. Also wenn ihr hierher fahren solltet, nehmt euch 50 Cent Stücke mit, sonst habt ihr keinen Strom. Und dann gibt es halt eine Entsorgungsstelle, und wo ihr dann die Toilette entsorgen könnt und Frischwasser tanken könnt. Das Frischwasser 1 Euro, ich glaube 50 Liter 1 Euro. Und ja, Entsorgung der Toilette ist umsonst. Der Stellplatz ist jetzt, sagen wir mal so, nicht so, dass es super idyllisch ist, aber es ist ruhig und ja, es gibt für 6 Wohnmobile hier Platz und kostet, wie gesagt, nicht viel Geld. Kann man wirklich gut empfehlen. Ist gleich in der Nähe, paar hundert Meter hier ist ein Bäcker und dann ist auch gleich eine Metzgerei gegenüber. Bank ist alles da, ist ein kleiner Ort hier. Make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Ja, ich habe mir ja ein paar Stichpunkte heute gemacht, damit ich mich nicht immer so verzettle.
Ja, also wir haben ja jetzt bei diesem Alltagsleben im Wohnmobil so festgestellt, was uns nervt und was uns, also was wir gerne hätten und auf was wir vielleicht noch ein bisschen verzichten können. Also was mir wirklich, auf den Zünder geht, ist die Toilette. Also dieses Entleeren, wenn man wirklich jeden Tag hier drinnen ist und permanent rennst du mit diesem Klo irgendwo hin und musst es ausschütten und es ist halt einfach auch, es ist einfach eine unangenehme, eklige Sache, Punkt. Und das ist etwas, was mich wirklich nervt. Und nun hatten wir ja schon also überlegt, also Trockentrenntoilette. Jetzt hatten wir uns das ja schon, ich weiß, ihr habt uns das auch empfohlen, aber da hatten wir uns alle schon angeguckt bei Iris und Uwe. Ich war noch nicht so ganz von dem System überzeugt, weil ich dachte dann, die Toilette ist schon klein, wenn die dann doch noch ein bisschen kleiner ist und man dann die Sitzposition ausrichten muss, damit man das eine Geschäft da rein macht und das andere Geschäft da rein macht. Da war ich noch nicht so richtig davon überzeugt, auch dass so viel geschraubt werden muss und abgeschraubt werden muss und aufgemacht werden muss. Aber letztendlich haben wir uns das nochmal in Ruhe jetzt angeguckt. Ja, also so schlimm ist es jetzt eigentlich gar nicht. Und ich glaube einfach, dass das Positive überwiegt. Und also das ist ein ganz großes Stück Freiheit, finde ich, wenn man nicht mehr aller, was weiß ich, 2 Tage irgendwo die Toilette entsorgen muss. Denn das ist bei uns so, wenn wir den ganzen Tag hier drin leben und auch nichts anderes benutzen, außer diese Toilette. Dann ist das schon, ist halt so, ne? Dann muss das halt auch geleert werden. Und wenn man das, also, was weiß ich, 2- oder 3-wöchigen Rhythmus machen kann und das auch noch egal wo entsorgen kann und nicht irgendwo was anfahren muss, damit man die Toilette entsorgen kann, sondern dass man es überall entsorgen kann. Also das wäre, glaube ich, das ist die größte Erleichterung, die ich mir gerade eben vorstellen kann. Und dann können wir alles andere mit Batterie nachdenken oder Solar oder wie auch immer, aber erstmal die TTT hätte ich gerne. Also das mal zu dem Thema Alltagsleben im Wohnmobil. Also Trockentrenntoilette ist, glaube ich, schon wirklich was Feines. Was auch noch im Alltag, im Wohnmobil, also ist die Wäscherei, also Wäsche waschen meine ich jetzt. Wenn es warm ist, okay, kannst du mal so ein paar Kleinigkeiten selber waschen und kannst sie irgendwo aufhängen, aber dann musst du entweder auf dem Campingplatz, im Winter gibt es kaum Campingplätze und das ist auch noch ein Thema. Aber gut, das lässt sich halt nicht ändern. Bei uns ist es so, wir sind ja nicht dauerhaft im Wohnmobil unterwegs, sondern wir fahren ja zwischendrin dann auch wieder nach Hause, also können uns dann wieder versorgen. Ne? Aber es ist so mal gut, das so ein bisschen anzutesten, weil wir ja auch überlegt haben, irgendwann mal ganz in einem Wohnmobil zu leben. Und so können wir das jetzt gerade eben mal so ein bisschen austesten. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Ja, und das war's jetzt. Ich setze mich hin und werde mal ein bisschen Video schneiden und auch ein bisschen was arbeiten. Und dann kommt Michael heute Abend nach Hause. Nach Hause ist gut. Und dann werden wir was zu essen kochen. Ja, bleibt schön gesund und ja, bis demnächst, ne? Macht's gut. Tschüss. Michael schnippelt die Zwiebeln. Der muss nicht so schnell heulen wie ich. Ich bin näher am Wasser gebaut. Was wird es wohl heute Gutes geben? Na, da seid mal gespannt. Dem Hund schmeckt's auch. Weitergegangen wäre, dass man umfassender berichtet hätte können.
Namen gibt. Heute ist der weltweite Tag der Tropenwälder. Und da werfen wir einen Blick nach Brasilien. Denn dort wurde im vergangenen Jahr auch durch Brandrodung eine Fläche. 21.22 Uhr 30 haben sie mehrfach versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Und dann haben sie mir eine Nachricht geschickt, dass ich mich mit Trennung sehr neu gehe. Um 22.48 Uhr.